Herzlich willkommen bei einer neuen Show der Science Busters, die Globalisierungsfalle über Erstverschlimmerer, spontane Selbstentzünder und Lichtfaster. Wir werden eine Reise durch die Welt der Pseudowissenschaft, des paranormalen Unternehmens und ein paar der ganz großen Fragen rund um diesen Themenkomplex für Sie beantworten. Unter anderem, darf man mit einem homöopathischen Vollrausch noch Auto fahren? Und kann man sich beim Lichtfasten mit Energiesparlampen besonders kalorienbewusst ernähren? Sie sehen Forschung auf Weltniveau, wie immer dargebracht von den Science Busters, der wohl komplementärsten Science Boy Group der Milchstraße. Mein Name ist Martin Bunziger, ich bin euch heute der MC unserer Show, habe mich auch heute wieder ins kleine Rosane gezwängt, habe meine Plastiknippel für Sie appliziert. Auch heute habe ich meine beiden Kompagnons an meiner Seite, zwei naturwissenschaftliche Antagonisten, zwei Physiker wie Hund und Katze. Ich möchte fast sagen, es sind die Garfield und Odi der Physik. Begrüßen Sie mit mir von der Technischen Universität Wien und Universitätsprofessor Heinz Oberhommer und von der Universität Wien und den Planetarien und den Sternwarten Wien zum Universitätslektor Direktor Werner Gruber. Guten Abend, Herr Bunziger. Sie haben im Rangordnungskampf gegenüber dem Herrn Professor ordentlich aufgeholt, sind Direktor der Sternwarten Wiens, des Planetariums. Der Professor hat es ganz gern, wenn er auf der Bühne Herr Professor zu ihm sagt. Soll ich jetzt auch zu Ihnen Herr Direktor sagen? Wenn wir realistisch sind, Direktor der Kufner Sternwarte, Direktor der Urania Sternwarte, Direktor des Planetariums. Das waren drei Direktorsposten. In Österreich sagt man dann eigentlich Generaldirektor. Jetzt kennen wir uns schon ein paar Jahre. Es reicht, wenn es Direktor sagt. Vielen Dank, Herr Direktor. Gerne. Der Sommer rückt näher. Viele Menschen wollen noch abnehmen, wollen die Bikini-Figur erreichen. Es gibt auch viele andere Radikalkuren, um noch abzunehmen, um im Sommer gut in die Bademode zu passen. Zum Beispiel Lichtfasten. Dass man auf jegliches Essen und Trinken verzichtet. Das heißt, wenn man auf Lichtnahrung umstellt, hört man zu essen und zu trinken ja, auf? Ja. Und wovon lebt man dann? Ja, da gibt es so eine geheimnisvolle Prana-Energie, also eine Lichtenergie, von der man sich laut Ansicht dieser Leute auch ernähren kann. Prana-Energie, woraus besteht die? Weiß kein Mensch. Das ist irgendetwas, das herbeigedichtet wurde. Und warum machen die Menschen das da? Also, das frage ich mich zwar auch immer. Also eines ist klar, radikale Abmagerungskur, das versteht man noch. Dann gibt es auch, dass man in eine höhere Bewusstseinsstufe kommt oder sogar unsterblich wird, weil man Licht fastet. Und wird man unsterblich? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man dieses Lichtfasten betreibt, wenn man keine Flüssigkeit zu sich nimmt, nach drei Tagen hat man Nierenversagen. Das Immunsystem wird geschwächt, der Blutzuckerspiegel sinkt, man fällt ins Koma. Es ist also wirklich im wahrsten Sinn des Wortes lebensgefährlich. Das heißt, wenn man Licht fastet, dann ist man eher bald einmal tot? Ja, es gibt zwei Arten von Lichtfasten, kann man sagen. Die einen, die das ernst genommen haben, die sind jetzt tot. Und die anderen, die das überlebt haben, das sind Betrüger und Schwindler. Aber das sagen Sie jetzt als Naturwissenschaftler in Brustland der Überzeugung, es gibt in Indien einen Yogi, der hat nicht eine Woche nichts gegessen und getrunken, nicht ein Jahr, 70 Jahre, damit sich das wirklich auszahlt, dass man die Küche auch vermieten kann, hat sich von Licht ernährt, aber der ist jetzt auch überprüft worden in einem indischen Krankenhaus, von Ärzten kontrolliert, 14 Tage lang, und der hat es überlebt. Das war so eine eher komische Forschergruppe, bestehend aus der indischen Ärztekammer und dem Militär. Weil das Militär hat nämlich ein großes Interesse an den Lichtfasten, weil die brauchen dann keinen Nachschub, Essen und Trinken an die Front bringen, weil sie die Soldaten dort von Licht ernähren können. Nur bei Nachtmärschen muss man noch eine Jause mitnehmen wahrscheinlich. Jetzt ist er ja tatsächlich überwacht und auch durch Videokameras. Der war ja 24 Stunden im Bild, der hat nichts gegessen, nichts getrunken. Die Videokameras, muss man ja fairerweise sagen, die haben ihn schon die meiste Zeit überwacht. Aber manchmal ist er auch aus dem Feld der Kamera gegangen, da ist er kurz verschwunden und dann wieder ins Bild gekommen. Und da glauben Sie, hat er kurz bei der Tür rausgeschaut und wenn ein Auto vorbeikommt mit Aufblendlicht, war das Essen auf Rädern.
Der hat dann tatsächlich das überlebt, ohne Essen und Trinken. Interessanterweise hat der Versuchsleiter dort in dem indischen Krankenhaus eine PowerPoint-Präsentation im Internet vergessen. Und da drauf ist gesagt, dass der innerhalb dieser 14 Tage 10% des Gewichtes abgenommen hat. In der offiziellen Publikation ist gestanden, his slightly, the weight was... Nein, ich helfe Ihnen nicht. Ich sag's auf Deutsch. He slightly weight lost something little. He lost a little bit of weight, hat er gesagt. Also er hat ein bisschen abgenommen. In Wirklichkeit hat er 10% abgenommen. Das war ein reiner Schwindel. Also das 10%, das wird man sich auch erwarten, was ein dünner Mensch innerhalb 14 Tage abnimmt. 70 Jahre vorher hat er nichts abgenommen. Kaum war er kontrolliert, hat er abgenommen. Das ist schon interessant. Es gibt die bekannte Formel E ist mc Quadrat, kenne sogar ich. Ja. Also man kann aus Energie Materie erzeugen, also müsste man eigentlich auch als Lichtessen machen. Ja, nämlich man atmet ja Kohlendioxid aus, Kohlenstoff, ja. Und man ist ja keine Pflanze oder kein Baum, dass man diesen Kohlenstoff wieder aus dem Boden heraussaugen könnte. Daher muss man den irgendwie ersetzen durch das Licht. Und wenn man das durchrechnet, dann kommt man drauf, ein Viertelkilo Kohlendioxid atmet man aus pro Tag. Jeden Tag wird man nur durchs Ausatmen ein Viertelkilo leichter. Ja. Und wenn man jetzt diese Formel nimmt, E ist gleich mc Quadrat, dann kommt man drauf, dass um den Bedarf an Kohlenstoff für einen einzigen Tag zu ersetzen, müsste man sich 1 Milliarde Jahre in die Sonne legen. Für einen einzigen Tag. Das heißt, für mich bedeutet das nach wie vor, wenn ich in der Nacht zum Kühlschrank gehe und dann zunehme, dann ist auf jeden Fall nicht das Licht im Kühlschrank. Danke vielmals, Herr Professor. Seit geraumer Zeit ist es so, dass auch Homöopathie in den Ruf geraten ist, pseudowissenschaftlicher Hokuspokus zu sein, trotz beträchtlicher Erfolge auf dem Gebiet. Herr Gruber, wie hat es so weit kommen können? Was ist da passiert? Man muss sich vorstellen, 1700, es hat zwei Arten von Behandlern gegeben. Das ist Jahr 1700 jetzt. Ja. Sie haben gesagt, man muss sich vorstellen, 1700, kann man probieren. Es war keine Einheit dabei. Dann, 1700 dann, nach Christus. Dann ist für ein, das ist die Einheit, nach Christus ist eine SI-Einheit. Die Sekunde war die SI-Einheit. Dann rechnen Sie es um, 1700 in Sekunden. Herr Bontigam. Im Jahr 1700 ungefähr hat es... Plus minus 30 Jahre. Vor oder nach Christus? Bei plus minus ist schon okay. War nur ein Scherz. Im Jahr 1700. Plus minus 30 Jahre. Hat es zwei Arten von Behandlern gegeben. Die Medizin, das waren die akademischen Ärzte. Die haben gesagt, esst weniger, bewegt sich mehr, schlaft mehr. Hat sich nicht viel geändert. Und dann hat es die Bader gegeben, da ist man hingegangen, wenn man wirklich Probleme gehabt hat. Zahnweh, das Problem war nur, dass der nicht nur den Zahn genommen hat, sondern wenn man Pech gehabt hat, ist auch das Kiefer gebrochen. Das heißt, bevor man zum Bader gegangen ist, hat man die Hinterlassenschaft regeln sollen? Ja, das ist nachgewiesen, dass wenn man Geld gehabt hat und sich die Bader leisten hat können, dass das kontraproduktiv war. Also man war gesünder, wenn man das Geld nicht gehabt hat, dass man sie nicht behandeln lässt. Es hat in dem Sinn eigentlich gar keine richtige Medizin gegeben, wie wir das heute verstehen. Ja. Dann hat sich Samuel Hahnemann, der die Homöopathie begründet hat, der hat sich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Was könnte man machen, dass wir den Patientinnen und Patienten helfen? Ein Ding, was er ausprobiert hat, war Chinarinde, heute bekannt als Chinin. Dieses Mittel war auch damals schon bekannt, dass es bei der Malaria hilft. Malaria ist eine äußerst unangenehme Erkrankung, die zu Fieberschüben führt. Und wenn man das hat, nimmt man Chinarinde oder prophylaktisch oder beides? Die Chinarinde nimmt man dann, wenn man Malaria hat. Mhm. Vorher nutzt es leider nichts. Mhm. Der Hahnemann hat sich gesagt, was passiert, wenn ich Chinarinde nehme und keine Malaria habe? Ja, und er hat sie genommen und interessanterweise 2-3 Tage später bekommt er die Symptome von Malaria. Darauf hat sich Hahnemann gesagt, aha, das Mittel, das die Krankheit heilen kann, kann sie aber auch verursachen, wenn man es nicht hat. Samuel Hahnemann hat Chinarinde genommen, hat nicht Malaria gehabt und ist krank geworden. Genau so ist es. Hat Malaria bekommen? Er hat malaria-ähnliche Zustände bekommen. Sie können das selber ganz leicht ausprobieren. Nehmen Sie Bitter Lemon, Indian Tonic, da ist Chinin drinnen. Und trinken das. Dann schauen Sie mal, ob Sie Malaria kriegen.
Wenn sie Malaria kriegen, bitte fahren sie sofort ins Spital. Die hat man dann aber nicht vom Indian Tonic Peter Lehmann, das heißt, sondern da haben wir es wirklich bekommen. Und das war dieses Urexperiment, auf dem Samuel Hahnemann Homöopathie begründet hat? Genau so ist es. Er hat sich gesagt, das, was die Krankheit verursacht, heilt sie auch. Und jetzt geht es darum, den Körper zu stärken durch das sogenannte Impfen. Man gibt diese Substanz sehr, sehr stark verdünnt. Der Körper kann sich daran gewöhnen und damit kann man das Ganze behandeln. Hahnemann war starker Verfechter des Impfens. Heutige Impfgegner finden Homöopathie oft lässig. Hahnemann selber hat Impfen gut gefunden. Absolut. Hilft ja. Ist schon ein Konzept, was dahinter steht. Allerdings, dieses Experiment, auf dem er die Homöopathie begründet hat, ist falsch. Muss man leider sagen, es wurde tausende Male wiederholt. Also man muss auch schütteln. Warum muss man eigentlich schütteln? Hahnemann hat festgestellt, dass die Homöopathika besser wirken, wenn er über besondere Straßen fährt, nämlich dort, wo es extrem holpert. Worauf er sich gedacht hat, das entspricht dem, wenn es schüttelt. Erfolge gibt es ja trotzdem. Leute haben Schmerzen, gehen zum Homöopathen, der behandelt sie und danach sind die Schmerzen weg. Ja, vor allem chronische Erkrankungen. Bei diesen chronischen Erkrankungen, die haben einen Krankheitsverlauf. Da gibt es Phasen, wo es echt weh tut. Und dann gibt es Phasen, wo man sagt, naja, das spürt man fast gar nicht. Herr Bontekamp, wann gehen Sie zum Arzt? Ja, wenn es schlecht ist. Das heißt, wo Sie so auf der Spitze der Schmerzskala sind. Da male. Nur, es ist dann vollkommen egal, was dort jemand macht. Es reicht, wenn man sagt, ich heile dich. Die zweite Möglichkeit, Sie gehen an einem Tag, wo es Ihnen bedeutend besser geht, weil Sie sagen, Sie haben gerade Zeit. Dann gehen Sie zum Homöopathen, lassen Sie was verschreiben und zwei Tage später fängt es an, so richtig zum Wehtun. Rufen Sie den Homöopathen oder die Homöopathin und sagen, bitte, Sie verschreiben mir was. Und dann tut es erst so richtig weh. Ja, wird Ihnen der Homöopath sagen, das gehört dazu, das ist die sogenannte Erstverschlimmerung. Das heißt Win-Win für den Homöopathen? Ja, aber Lose-Lose für den Patienten. Aber bei Kindern zum Beispiel helfen Homöopathiker besonders gut. Wenn die sich wehgetan hat, gibt man ihnen was, oder vor Reisen und so weiter, und die sprechen besonders gut drauf an. Herr Bontekamp, wenn Sie Kinder haben, die irgendwo von einem Ringelspiel runterfallen, wurscht, wie Sie das Ringelspiel draht, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie gehen zu dem Kind hin und beschimpfen das Kind, weil es blöd runtergefallen ist. Dann wird es dem Kind echt nur einmal so wehtun. Oder Sie gehen einfach hin und sagen, komm, jetzt entspann dich, jetzt beruhig dich einmal. Das heißt, einfach Stress abbauen kann schon helfen? Viele Dinge, wo wir Beschwerden haben, sind stressinduziert oder wo es einmal kurzfristig wehtut. Und wenn man dann auf ein Kind einmal vielleicht oder auch auf einen Mitmenschen liebevoll und freundlich darauf einredet, ist das ganz was anderes als zu sagen so. Und wie ist es jetzt bei Tieren? Weil Tiere können ja nicht verstehen, was passieren sollte, dass man ihnen einen Homöopathiker gibt. Ich habe das selber erlebt, kommt eine Dame zu und sagt, Herr Gruber, ich kann Ihnen beweisen, dass Homöopathie bei Tieren wirkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das beweisen könnte, ich müsste nicht auf einen EU-Nobelpreis warten, ich könnte meinen Frack anziehen und nach Stockholm reisen. Bei der Dame haben wir gedacht, boah, das war jetzt meine Chance. Das heißt, Sie hätten sie ausgefratschelt, hätten gesagt, danke, und wären nach Stockholm gefahren und hätten 1 Million Euro abgehoben. Sie gesagt, ja, mein Hund ist zu Silvester immer so nervös. Sag ich, gut, ja, Knallerei, verständlich. Was haben Sie gemacht? Ja, ich habe ihm homöopathische Beruhigungstropfen gegeben. So, sagt mir gleich das Flaschel, gib mir's. Ich habe mir das durchgelesen. Aha, wie viel? Ja, vom Flaschel da einiges. Aber dann kommt, wie groß war denn der Hund? Auf dem Flascherl 80% Alkohol. Der Hund war angesoffen. Der Hund hat Silvester einmal so gefeiert wie die restliche Familie. Am nächsten Tag einen Hangover gehabt. Und wahrscheinlich Globuli kriegt oder wieder Tropfen. Aber was immer wieder erwähnt wird im Zusammenhang mit Homöopathie, ist der sogenannte Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt ist einer der meist unterschätztesten Effekte. Placebo-Effekt. Doppelter Superlativ. Herzlichen Glückwunsch.
Sie hätten sagen müssen, der meist unterschätztesten, effektesten. Was passiert beim Placebo-Effekt? Wir glauben etwas, dass es funktioniert und dadurch funktioniert es auch. Aber nur beim Körper bei Heileffekten. Also wenn man jetzt glaubt, man kann schweben, nein. Beim Placebo-Effekt hat man festgestellt, der hängt zum Beispiel irrsinnig stark von Farben ab. Auch bei normalen Schlaftabletten mit einer wirklichen Substanz, wo wir wissen, dass die wirkt, da hat einmal eine Firma Schlaftabletten rot eingefärbt. Die Schlaftabletten haben nicht wirklich gut geholfen. Also es hat echt Patienten gegeben, die gesagt haben, ich nehme 3, 4 und kann nicht einschlafen. Wegen der Farbe? Nur die Farbe rot hat vollkommen ausgereicht, weil rot ist aktiv. Medikamente haben immer typische charakteristische Formen. Was beruhigen soll, eher blau. Was aktivieren soll, eher rötlich. Schwarze Medikamente gibt's definitiv nicht. Nicht einmal Kohletabletten. Wie wird man dann Schlaftabletten am besten einfärben? Blau. Mit einer Ausnahme. Bei den Italienern. Ja, nicht Azzurro, blau. Weil die Nationalmannschaft auch dieses Blau trägt und bei italienischen Männern das eher für Aufregung als für Entspannung sorgt. Eine Placebo-Schlaftablette, wo jetzt nur ein bisschen Zucker drin ist und sonst nichts, aber schön gepresst, schöne Packung, wirkt ungefähr in 50% der Fälle. Dass man das steigert, gibt es den sogenannten Schlaftrunk. Man reißt sich was auf, Pulver rührt um, man ist selber in die Behandlung involviert, 70%. Obwohl kein Wirkstoff drinnen ist. Kein Wirkstoff, 70%. Eine Kapsel, die wirklich so groß ist, wo man sie echt überlegt. Boah, das ist dann 99%, dass man einschläft, warum man es nimmt. Das heißt, bei hartnäckiger Schlaflosigkeit wäre dann wahrscheinlich ein faustgroßes Zäpfchen mit rauer Oberfläche das Mittel der Wahl. Danke vielmals, Herr Gruber. Morgen am 10. April würde Samuel Hahnemann, der Erfinder der Homöopathie, Geburtstag feiern, wenn er es noch erlebt hätte. So feiern wahrscheinlich nur seine Fans. Herr Professor, wenn man mit Verspätung auf eine Party kommt, dann haben viele schon beim Trinken einen Vorsprung. Ja. Das ist unangenehm, man möchte aufholen, möglichst schnell. Entweder Alkohol direkt in die Blutbahn initiieren, da muss man aber wissen, was man macht. Oder man geht es homöopathisch an. Ja. Homöopathen haben ja gewisse Vorschriften und die nennen sie potenzieren oder dynamisieren. Mhm. Ein einfacher Physiker, so wie ich sage, verdünnen und schütteln. Wie verdünnt man da? Dezi. Also darum heißt es auch D1, das ist ein Zehntel verdünnt, D2 ist ein Zehntel, weil ein Zehntel verdünnt, ein Hundertstel verdünnt und so weiter. Wir machen aber gleich das Radikalere um ein Hundertstel verdünnt. Und was soll durch die Verdünnung bezweckt werden? Je mehr ich verdünne, umso intensiver, stärker wirkt es. Das heißt, man hat eine Urtinktur, Ursubstanz, ja. Die verdünnt man. Und wichtig, dazwischen muss man auch immer schütteln. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man so Homöopathiker herstellt. Sie hantieren zwar nur mit Wasser, aber auch Theoretiker kann sich dabei schwer verletzen. Und dann hat man eine Urtinktur, das ist das Ausgangsmittel. Ich habe hier 94%igen Rum. Steht drauf, the spirit of Austria. Ein destillierter Österreicher quasi. Das ist das eine Requisit. Und dann habe ich eine sogenannte Wegwerfpipette. Da geht ein Tausendstel Liter rein, also ein Milliliter. Verstehst du das? Ein Milliliter, ein Tausendstel Liter. Da zapfe ich jetzt von dieser Urtinktur an, gibt es in einer Zehntel Liter Wasser. Wenn man Tausendstel Liter in einem Zehntel Liter auflöst, dann ist die Verdünnung ein Hundertstel. Das mache ich jetzt. Ich öffne die Flasche. Und das geht, ja, wunderbar. Durchgehend aufrecht halten, bleibt mehr Flüssigkeit drinnen. Je mehr ich das verdünne und schüttle, umso besser wird es. Also ich da jetzt ein Tausendstel Liter, da in ein Zehntel Liter hinein. Das ist jetzt schon C1? Das ist C1. Einmal um ein Hundertstel verdünnen. Und wichtig ist aber, dass man dann auch schütteln. Und damit Sie sich das vorstellen können, die Verdünnung, die jeweils erreicht wird, das wäre dieses Fläschchen, der Urtinktur, verdünnt in einer Badewanne. Okay, und das schüttle ich jetzt einfach.
Schütteln, schütteln, dann wieder zwischen. So, jetzt mache ich denselben Schritt noch einmal. Wieder ein Tausendstel Liter raus und da hinein, das ist dann schon ein Hundertstel, ein Zehntausendstel. Deswegen wird dieses Flasche verdünnt in diesen Schwimmbad. C3, dieses Flasche verdünnt in einen Tankwagen. Das ist keine Flasche im Tank. C3, nächster Schritt. Wie oft muss man eigentlich schütteln? Laut Hahnemann, man kann zweimal schütteln, zweimal ist eigentlich nicht so wichtig, aber man muss schütteln, das schon. Dann vom C3 auf C4. Jetzt haben wir schon verdünnt einen Öltankel. Dies ist keine Flasche verdünnt in einen Öltankel. Nächster Schritt, C4 auf C5. Dieses kleine Flasche verdünnt den größten See von Österreich, im Attersee. Da hinein, dieses kleine Flasche, den Attersee geschüttelt und dann über C5. Nächster Schritt, dieses kleine Flasche verdünnt im Ladoga-See. Ich habe das auch nicht gewusst. Das ist der größte Süßwassersee in Europa. Ich lerne auch Geografie bei diesem Versuch. Nächster Schritt, wieder verdünnt und dann kommt man auf den Baikalsee. Der berühmte Baikalsee, der bekanntermaßen Deutschland teilt. Herr Bumtigam, das ist nur als Größenvergleich. Weiter dieses kleine Flaschen verdünnt im gesamten Mittelmeer. Nächster Schritt. Nein, nein, schon von C8 auf C9. Nein. Wir müssen es schon ordentlich machen, sonst kann es ja nicht funktionieren. Dieses kleine Flaschen verdünnt in allen Ozeanen der Erde. Und wieder geschüttelt. Nächster Schritt. C10. Dieses kleine Flaschen verdünnt in der Erdkruste. Sehr schön. Nächster Schritt. Dieses kleine Flaschen verdünnt im gesamten Volumen der Erde. In der gesamten Erdvolumen ist das kleine Flascherl. Immer noch nichts. Hallo. Dieses kleine Flascherl verdünnt den größten Planeten des Sonnensystems im Jupiter. Meine Damen und Herren, da drinnen ist das eigentlich kein einziges Molekül mehr drin von diesem ursprünglichen Alkohol. Und damit ist jetzt auch aus. Nein, nein, nein. Es geht noch weiter. Den Homöopathen ist das gar nichts. Nächster Schritt. C16. Dieses kleine Flascherl verdünnt im Volumen der Sonne. Nächster Schritt. Dieses kleine Flascherl verdünnt im gesamten Sonnensystem. Sonnensystem wieder geschüttelt. Nächster Schritt. C54. Dieses kleine Flascherl verdünnt in der Galaxie mit hunderten Milliarden Sternen. Immer noch nichts. Nächster Schritt. Dieses kleine Flascherl verdünnt in den gesamten Universum. Nächster Schritt. C100. Diese kleine Flasche verdünnt in 100 Billionen, Billionen Paralleluniversen. Das ist 200. Ich habe eine ganz liebe Enkelin, Sophie heißt die. Und die Sophie kommt da vorbei. Ich habe das daheim geübt und sagt, Opa, was machst du denn da? Habe ich halt das erklärt. Haben Sie auch mit rumgeübt, oder? Nein! Aus pädagogischen Gründen mit Himbeersirup. Und dann habe ich gesagt, Sophie, pass auf, die Himbeeren wirken da stärker als im ursprünglichen Himbeersirup. Hat sie mich groß angeschaut, leicht erschreckt, hat gesagt, Opa, du glaubst das aber nicht. Habe ich gesagt, nein, ich glaube das nicht, aber es gibt Erwachsene, die das glauben. Hat sie kurz nachgedacht, hat gesagt, das sind aber dumme Erwachsene. Ich habe gesagt, nein, 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 das sind keine dummen Erwachsene, das sind Homöopathen. Jetzt müssen wir aber auflösen, ihr ja. Experiment, der homöopathische Vollrausch. Versucht die Urtemperatur darum verdünnt auf C12, das heißt laut Theorie, laut Ansage, wenn ich das jetzt ex trinke, dann müsst ihr eigentlich sofort ein Kapitalfetzen ja, aufziehen. Sofort. Und ex? Gut. Und? Ich vertrage relativ viel. Muss man sagen, Koma saufen für Leichtgläubige, ein homöopathischer Vollrausch für Schüttler. Ah. Danke, lieber der Professor. Das war's auch von uns für diese Woche. Das nächste Mal wenden wir uns den Tieren zu, wo wir unter anderem untersuchen, ob man mit Atheisten für ausgewogene Ernährung bei Kirchenmäusen sorgen kann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Dankeschön.
Gruber hat einen Witz auf der Pfanne. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, sitzen ein paar Uranatome auf einer Parkbank, plaudern ein bisschen. Auf einmal kommt der Neutron vorbei, schreien die und kreischen die. Du Spalter, du! Herzlichen Glückwunsch.